Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem MAPOS-Webinar. Heute geht es um das Thema Maschinenoptimierung mit den zwei Schwerpunkten Taktzeitreduzierung leicht gemacht und auditsicheres Messen in Werkzeugmaschinen. Das Webinar präsentiert Ihnen Andreas Leixenring, unser Produktmanager Messmittel Werkzeugmaschinen. An seiner Seite ist Thomas Baltus, Produkt- und Anwendungsspezialist. Thomas steht Ihnen während des Webinars für Ihre Fragen zur Verfügung. Dafür benutzen Sie bitte die F&A-Funktion. Hiermit darf ich bereits an Andreas überleiten und wünsche Ihnen spannende Einblicke in das Webinar. Vielen Dank für die Einleitung, Desiree. Auch von mir einen schönen guten Tag. Ich freue mich heute am heutigen Tag über die rege Anteilnahme und das große Interesse an der Thematik der Maschinenoptimierung. Das spiegelt das Feedback unserer Kunden wider, mehr und mehr messen und dokumentieren zu müssen in der Produktion. Für funktions- und sicherheitsrelevante Merkmale besteht vermehrt die Anforderung, 100% zu messen und dokumentieren zu müssen. Auch ist in vielen Firmen der Wunsch nach Prozessoptimierung und Dokumentation der Daten vorhanden. Gerade bei neuen Projekten mit unklaren Stückzahlen lohnt sich nicht immer die Anschaffung von Offline-Messtechnik. Noch gibt es im Messraum entsprechende Kapazitäten und aus diesem Grunde das heutige Webinar mit entsprechenden Produkten, die hier Lösungen bieten können. Bevor wir mit der Maschinenoptimierung beginnen, zuerst einmal einige einleitende Worte sowohl zum Unternehmen MAPOS als auch zu den Tätigkeiten des Produktmanagements. MAPOS ist 1952 von Mario Pussati gegründet worden, ist aktuell mit über 3.700 Mitarbeitern in 34 Ländern und 80 Vertriebsbüros weltweit vertreten. MAPOS ist in allen wichtigen Industrienationen präsent. Referenzen hat MAPOS in den Industriezweigen der Automobil- und Transportindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Pumpen und Kompressoren, mechanischen Komponenten, Elektronikindustrie, Energieindustrie, der Medizintechnik und unter weiteren Industriefeldern natürlich die der Werkzeugmaschinen geschaffen. Die generelle Stärke von MAPOS ist, dass durch die breite Produktpalette Kundenlösungen aus einer Hand zur Verfügung gestellt werden können. Ein kleiner Überblick über die Tätigkeitsbereiche des Produktmanagements. Zuallererst Werkzeug- und Werkstückmessungen, taktil und optisch. Verschleiß- und Bruchkontrolle, taktil, optisch und kamerabasiert. Als auch Prozesse des Scannens. Unsere Systeme sind mit deren Signalübertragung optisch Funk und Kabel erhältlich. Neben den Erstausrüstungen von Werkzeugmaschinen behandeln wir die Felder der Nach- und Umrüstung von Bestandsmaschinen, als auch natürlich Maschinenoptimierung und Dokumentation von Messdaten, auditsichere Aufzeichnungen und deren Auswertungen. Und natürlich behandeln wir individuelle, kundenspezifische Lösungen. Zur Agenda des heutigen Webinars. Maschinenoptimierung. Bevor wir zu den zwei genannten Themen Taktzeitreduzierung leicht gemacht und auditsicheres Messen in Werkzeugmaschinen kommen, möchte ich zuerst einmal eine kleine Analyse beleuchten von Zerspannungsprozessen. Hier möchte ich die generelle Vorgehensweise beleuchten, die größtenteils in der Fertigung präsent ist. Schauen wir uns dazu ein kleines Video an von einem Bearbeitungsprozess einer Welle. Wenn wir uns hier die Zerspannung einmal anschauen, dann möchte ich davon ausgehen, dass vom ersten Moment an eine Menge der Teilnehmer denken, das könnte man doch auch kostengünstiger, effizienter oder auch schneller einfach gestalten. Nämlich mit größeren Zustellungen, mit größerem Vorschub etc. Auch was das Spannmittel angeht, ist das Dreibackenfutter hier das Richtige im Sinne von geometrischen Toleranzen, wie der Zylinderform, den Rundläufen der Passsitze oder auch den Rundheiten der einzelnen Stellen. Und das ist auch generell das, was in der Zerspannung passiert, nämlich es wird kontinuierlich optimiert. Gehen wir mal auf die Spannmittel ein als erstes. Standard-Schraubstöcke-Futter, wie gesagt, ist das hier das Richtige. Oder für einen stabilen Prozess sollte man auf Hydrogenspannfutter, auf Membranspannfutter eingehen und die nutzen, um stabiler zu werden. Als nächstes, Sie sehen hier eine Trockenbearbeitung, mit Sicherheit auch sinnvoll nach der Bearbeitung für die Reinigungsprozesse, die folgen. Oder kann man sich hier einen Gefallen tun und sagen, wir haben eine höhere Standzeit durch die Kühlschmierstoffe, durch den Einsatz derselben, mit Öl, Emulsion oder Mindermengenschmierung. Dann zur Werkzeugauswahl. Reicht es, Stahlschäfte zu nutzen oder geht man auf Densimet oder auf Hartmetallschäfte
um eine höhere Stabilität zu haben. Natürlich dann das Feld der Schneidenwahl, das ist ein sehr großes Feld, das Schneidenmaterial selbst. Ist es Hartmetall, ist es Keramik, CBN oder Diamant? Dann deren Geometrien, deren Verfasungen, deren sehr vielen Beschichtungen und deren Span- und Freiwinkel, um schlussendlich die Schnittparameter dementsprechend anpassen zu können, im besten Fall, um zu beschleunigen, also Schnittgeschwindigkeit zu erhöhen und Vorschübe zu erhöhen und auch die Schnitttiefen zu erhöhen, um final schneller im Prozess zu sein. Das ist das, was generell in der Zerspannung stattfindet, eine kontinuierliche Optimierung. Dann schauen wir uns jetzt mal die Werkstückmessung an. Hier werden generell ganz andere Herangehensweisen gewählt als in Zerspannungsprozessen. Da scheint es sogar zuweilen so, dass man das Messen in der Maschine als notwendiges Übel betrachtet. Natürlich ist das Messen Teil der Hauptzeit und damit potenziell kostenintensiv. Beleuchten wir das mal. Was sind die Einflüsse? Zuerst einmal der größte Punkt: Erfahrungswerte. Wenn an manchen Maschinen die Werkstückmessung etabliert ist, ist man geneigt, das einfach nur zu kopieren. Und zwar egal, welches Maschinenmodell das ist, egal, ob die Maschinen neu oder alt sind, die Erfahrungswerte werden einfach übertragen auf die nächste Maschine. Der Maschinenbediener ist hier ein Einfluss, der zuweilen auch nicht zwingend zu einer Optimierung führt, eventuell, weil man dem Schaltmesskopf nicht zutraut, schneller zu fahren, man Beschädigung befürchtet. Das Gleiche gilt dann halt für die Zustände der Maschine. Sind die neu, sind die alt, sind die wartungsbedürftig? Und das gilt natürlich für den gesamten Maschinenpark. Zur Funktionalität. Was tun wir hier? Wir prüfen die Merkmale und natürlich als Standard, wir modifizieren die Werkzeugdaten, um die Werkzeuge immer in der Mitte der Toleranz zu halten. So viel zu der Prozessanalyse. Taktzeitreduktion leicht gemacht als nächstes. Worum geht es hier? Wir wollen bestehende Prozesse optimieren, um eine höhere Produktivität zu erreichen und kostengünstiger Bauteile herzustellen. Hier kommt das Hyperboring von Marpus ins Spiel. Gehen wir nochmal, bevor ich auf das Hyperboring eingehe, auf die gerade genannten Einflüsse ein und wählen im besten Fall andere Vorgehensweisen. Das erste wäre, die Erfahrungswerte könnten ersetzt werden durch eine automatische, individuelle und intelligente Kalibrierung. Dadurch könnten wir die Maschinenbediener unterstützen, damit jetzt nicht fürchten, irgendeine Beschädigung durchzuführen oder auch Vertrauen schenken der höheren Geschwindigkeit, die dadurch resultiert. Als nächstes, wir nehmen den Zustand der Maschine in Bezug, wie gesagt, neu, alt oder wartungsbedürftig und können so individuell auf den gesamten Maschinenpark eingehen. In Bezug auf die Maschinenleistung wollen wir natürlich, was die Funktionalität angeht, Merkmale so schnell wie möglich prüfen. Die Modifikation der Werkzeugdaten ist hiervon unberührt. Natürlich wollen wir diese genauso weiterhin durchführen wie vor der Maschinenoptimierung. Nun zum weiteren Einflüsse zum Zustand der Maschine. Die Bestandsmaschinen, die zur Verfügung stehen, auch wenn es gleiche Modelle sind, verfügen über geringfügig differentes Verhalten in Bezug auf die Wiederholgenauigkeit, auf das Gipsignal und auf deren Achsensteuerung im Sinne von Umkehrspiel, von Abbrems- und Beschleunigungsverhalten. Auch das sollte mit zugenommen werden. Dann des Weiteren die Erfahrungswerte. Wie gerade schon gesagt, normalerweise werden einfach die vorhandenen Vorschubgeschwindigkeiten, die Rückzugsbereiche und auch die Suchbereiche einfach auf andere Maschinen übertragen. Daraus resultiert aber leider, dass der vermeintlich ungünstigste Fall oder vielleicht auch nur einer, der funktioniert mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 150 mm, was viel zu langsam ist, dass die Zykluszeiten erfahrungsgemäß zu lang sind. Kommen wir mal zu einem Beispiel. Auf der linken Seite sehen Sie ein Video mit einer optimierten Zeit, eine Antastung von einer Planfläche. Auf der rechten Seite sind die Standardzyklen. Ist relativ kurz, ich mache das nochmal an. Wie gesagt, hier kommen die hyperprobigen Zyklen zum Einsatz, die uns die Möglichkeit eröffnen, bei jeder Maschine die bestmöglichste Leistung in kürzester Zykluszeit zu erzielen. Hier können Sie sehen, dass nach der Optimierung die Reduzierung der Zykluszeit von über 60% generiert worden ist. Generell sind Zykluszeitreduzierungen von 80% möglich. Zur Erklärung der Kalibrierung. Letztendlich, also eine relativ einfache Prozedur und wie gesagt, sie ist automatisch.
Man muss eine Toleranz definieren von 1 μ, 2 μ, 3 μ, da wo man in der Maschinenfähigkeit landen möchte. Wenn man jetzt natürlich 0,1 μ angeben wird, dann werden die Zyklen es zwar ausprobieren, aber 0,1 μ in Wiederholgenauigkeit im Sinne von der Wiederholgenauigkeit des Schaltmesskopfes und der Achsen wird nicht funktionieren. Das heißt, dann bekommt man eine Fehlermeldung. Wenn man 1, 2 oder 3 μ eingibt, werden die Zyklen so lange testen, bis die maximale Geschwindigkeit erreicht ist. Und die wird dann auch definiert für die laufenden Prozesse. Ein zweites Beispiel. Hier eine Bohrungsmessung mit 6 Antastungen. Auf der linken Seite ganz offensichtlich wieder die optimierte Version, rechts die Standardzyklen. Warum tun wir das hier? Wir wollen die Kapazitäten der vorhandenen Maschinen besser nutzen, die Maschinenzeiten reduzieren und eine höhere Produktivität erreichen durch die Verkürzung der Messzeit. Ein kleines Berechnungsbeispiel für die Zykluszeitreduktion. Gehen wir von einer Gesamtprozesszeit von 100 Sekunden aus, sowohl die Bearbeitung inklusive der Messung. Und gehen wir mal davon aus, dass wir 10 Sekunden Zykluszeitersparnis generieren können. Das hieße, wir hätten 10% der Zykluszeit eingespart. Und wenn wir jetzt auf einen Zweischichtbetrieb in einer Monatsproduktion gehen, würde sich hier eine Einsparung im Monat von 35 Stunden zeigen. So viel zu der Taktzeitreduzierung. Kommen wir jetzt zum auditsicheren Messen in Werkzeugmaschinen. Wenn wir jetzt festgestellt haben, wir haben die Taktzeiten erfolgreich reduziert, wir vertrauen den Messungen in den Maschinen zu 100%, die Messfähigkeit ist gegeben, die Maschinenfähigkeit ist gegeben, die Prozesse sind stabil, dann darf man sich die Frage stellen, warum dokumentieren wir nicht die in der Maschine gemessenen Daten? Das kann natürlich auch zu 100% getan werden, wenn alle Teile gemessen werden. Hier kommt der CNC-Proberekord ins Spiel. Zu der Funktionalität, die ich gerade genannt habe, Prüfen der Merkmale und Modifikation der Werkzeugdaten, kommen dann noch Dokumentation der Werkzeugdaten dazu. Ein Überblick über die Funktionalität. Der Transfer der Daten wird hier via Ethernet durchgeführt als Echtzeitdatenübertragung. Und der CNC-Proberekorder läuft auf einem externen PC, respektive auf einem Server. Wir können hier statistische Prozesskontrollen und Berichterstellung für nun alle gemessenen Bauteile möglich machen. Und das CUDAS-Format, falls notwendig und präsent beim Kunden, kann auch bedient werden. Dementsprechend würden wir die Daten für das CUDAS-Format ausgeben. Hier ein Beispiel für die statistische Prozesskontrolle. CPK, Out of Tolerance, Ober- und Untergrenze werden hier angezeigt. Hier sind Filterungen möglich für die Charge, den Prozess, bestimmte Teile. Das kann natürlich auch alles ausgedruckt werden. Die Datenerfassung selbst wird mit einem Zeitstempel versehen für Datum und Uhrzeit, um bestmögliche Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Und die einzelnen Prozess-IDs, als auch die Charge und die Stichprobe, die können gefiltert werden. Als nächstes eine Echtzeit-Multigrafik-Ansicht mit einer einfachen Trenderkennung. Hier hat man alle Daten auf einen Blick. So kann man sich den Prozess laufend anschauen und überprüfen. Und als letztes ein Beispiel für CUDAS. Hier können im Voraus K-Werte spezifiziert werden, die in den Maschinen nicht vorhanden sind. Das heißt, Auftragsnummern, Maschinennummern, Bedienername und dergleichen sind normalerweise nicht in der Maschine vorhanden und können dementsprechend nicht von der Maschine transferiert werden. Heißen, muss vorher eingegeben werden, damit dann die Auswertung für CUDAS komplett zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Maschinenoptimierungen können an Maschinen mit Fahndung und Siemens-Steuerung durchgeführt werden. So viel von meiner Seite. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse, wünsche Ihnen jetzt noch frohes Schaffen und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.